Mit Superstar Ja Morant, Jaren Jackson Jr. und einem vielseitigen und überwiegend jungen Supporting Cast lag das durchschnittliche Alter der Grizzlies in dieser Saison bei 23,9 Jahren. Vom jüngsten Team der Liga erwartet man normalerweise keine großen Erfolge. Eher einen langjährigen Stammplatz in der Draft-Lotterie und somit keine Auftritte in den Playoffs. Von der Norm ist aber bei diesem Team absolut nicht zu sprechen. Nach dem zweiten Platz im Westen war erst gegen die Warriors in Game 6 Schluss. Dabei musste man ab Game 4 auf Morant verzichten. At this point ist jedem bewusst, dass die Grizzlies eine goldene Zukunft vor sich haben könnten. Noch vor ein paar Jahren aber stand das Team aus Memphis am Anfang der Nahrungskette des Westens. Wie gelangten die Grizzlies also im Handumdrehen zurück auf die Map der NBA? Also gut, die Grizzlies befinden sich tatsächlich erst knappe 20 Jahre in Memphis und um nicht die ältesten Leichen aus dem Keller zu holen, fangen wir dort an, wo es relevant wird, diesen Rebuild zu verstehen. Was führte zum Rebuild, über den wir heute reden? Ein Rebuild. Dieser begann damit, dass man den größten Star der Franchise, Pau Gasol, nach LA zu den Lakers und Kobe tradete. Was kurz danach passierte, wissen wir alle. Neben ein paar Draftbusts, Bankspielern und zwei Erstrundenpicks bekamen die Grizzlies einen anderen Gasol. Mark, den Bruder von Pau. Das Jahr darauf hatte man den zweiten Overall-Pick und wollte seine Young Core erweitern und wählte Hashim Thabeet vor James Harden, Stephen Curry und DeMar DeRozan. Damn. Genau dieser Thabeet averagte in seiner NBA-Karriere ganze 2 Punkte und 3 Rebounds. It's my time. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Zudem signte man Allen Iverson, der 34 Jahre auf dem Buckel hatte und zahlreiche Eskapaden hinter sich. How's your hamstring? He said, well, it's fine, but my butt is sore. Er spielte ganze 3 Spiele für die Franchise und die Wege der beiden Parteien trennten sich. Auch wenn man 40 Spiele im Gegensatz zu 22 davor in der Saison gewann, keiner in Memphis hatte Bock auf Basketball. Das 10. Jubiläum der Franchise in der Stadt brachte jedoch wortwörtlich frisches Blut und noch nie erlebten Enthusiasmus mit sich. Als 8-Seed qualifizierte man sich das erste Mal seit 5 Jahren für die Playoffs, besiegte sogar den First Seed aus San Antonio. Nach Game 7 gegen OKC und dieses Trio war dann aber auch Schluss. Man merkte aber immer mehr, wie sich eine Culture bildete und der Grit and Grind Playstyle sollte dabei die DNA der Grizzlies sein. Also lästige Defense durch ständigen Druck und einer Inside-Out-Offense, die offensiv jedem nahezu dieselbe Chance gibt, potenziell zu scoren. Als Anführer oder Gesichter galten der zuvor ertradete Marc Gasol und Zach Randolph, der bereits einmaliger All-Star war. Daneben gab es den Dirigenten in Mike Conley, den man selbst 2007 an 4. Stelle draftete, und zu guter Letzt noch immens wichtige Rollenspieler wie Tony Allen und Jared Bayless. Und noch paar andere Dudes, aber bis ich alle aufgezählt habe, hat jeder dieses Video abgeschaltet. Im Endeffekt kam die primäre Stärke der Grizzlies durch das Kollektiv zum Ausdruck. 2013 kehrte in Memphis Glanz ein und Marc Gasol wurde zum Defensive Player of the Year. Während sich die Grizzlies bei den Thunder in den Semifinals der Playoffs ihr Hack holten, gab es gegen die Spurs in den Conference Finals nicht mehr zu holen als eine Heimreise nach einem 4-0 Sweep. In den nächsten Saisons konnte man daran hauptsächlich durch Verletzungen, die sich bereits ab der Regular Season bis hin zur Postseason zogen, nicht anknüpfen. Oder Zach Randolph schlug 2015 Steven Adams einfach so in die Fresse. Like, why not? In den nächsten 4 Jahren folgte ein Zweitrunden aus und gleich 3 Eliminationen in der ersten Runde. Die Spurs waren dabei sowas wie ein wiederkehrender Albtraum. 2017 dann verließ Randolph als erster das sinkende Schiff, weil er einfach alt war. Mit 35
gaben die Kings ihm immer noch erstaunliche 24 Millionen Dollar. Aber auch Tony Allen, nicht er, sondern obviously Mr. First Team All Defense! First Team All Defense! Verließ Memphis und 2018 verpassten die Grizzlies seit 8 Jahren das erste Mal die Playoffs. Man verlor ganze 19 Spiele hintereinander und Conley spielte trotz Verletzung den Großteil der Saison. Es kam so vor, als stände man wieder am Anfang. Fast am Ende seiner Karriere befand sich jedoch mittlerweile Franchise-Legende Marc Gasol und als Dank tradete man ihn für Valanciunas, Dylan Wright und CJ Miles nach Toronto. Und das Ergebnis des Trades war ein ähnliches wie bei seinem Bruder nahezu 10 Jahre zuvor. Der letzte Überlebende verließ Memphis in der Offseason 2019 in Richtung Utah und die Grit and Grind Era galt offiziell als beendet. Ohne Plan löste man das Ganze jedoch nicht auf. Für die Grizzlies gab es einen neuen General Manager und eine Weile später galt Taylor Jenkins als neuer Head Coach. Mit dem zweiten Pick wählte man Morant, der das sofortige Erbe von Conley antrat, beziehungsweise er alle vergessen ließ, was Mike für die Franchise einst war. Zudem tradet man im Draft für Brandon Clark, Dylan Brooks war schon seit 2017 da und Jaren Jackson Jr. wählte man mit dem vierten Pick im Draft 2018. 2019-20 bescherte uns Rudy Gobert die wohl kurioseste Suspendierung einer Saison in League History, in welcher Ja ganz klar zum Rookie of the Year wurde und zusammen mit Clark zum All-Rookie-First-Team gehörte. In der Saison darauf trug das Verlieren aber im Endeffekt einfach das Vertrauen in das Potenzial des talentierten Rosters die ersten Früchte. Durch das Play-In und einen Sieg über Golden State kam man als 8-Seed in die Playoffs. Die Jazz gewannen die Serie zwar in 6 Spielen, Morant lag durchschnittlich 30 Punkte und 8 Assists auf und Dylan Brooks ganze 26 Punkte. Man wusste also, dass es nur ein Lehrjahr war und man stärker zurückkommen wird. Ah, und nebenbei draftete man noch Desmond Bane als 30. Pick. In der Offseason tradete man Valanciunas für Steven Adams und den 10. Pick, womit man Zaire Williams, also ein weiteres wichtiges Piece, draftete. Ab der letzten Regular Season wurde Bescheidenheit aber zum Fremdwort für die Grizzlies. Mit einem 73-Punkte-Sieg gegen OKC stellte man den Rekord für den höchsten Sieg in League History ein. Ja wurde als erster Spieler in Franchise History zu einem All-Star-Starter und on top gewann das Team das erste Mal in der Geschichte der Grizzlies die Division. Auch wenn die Vets aus Golden State dieser Bilderbuchsaison ein Ende setzten, vertrieben die Grizzlies die Erinnerung, dass es überhaupt einen Rebuild in Memphis gab. Bereits jetzt schrecken sie vor der ganz großen Bühne nicht zurück und falls niemand Auge macht, sehen wir dieses Team früher oder später genau dort.